jetzt geht's in die Rutsche rein. Mensch, vielleicht ist jemand beim Gucken. Ja und? Ist doch ein schöner Anblick. Hier gibt's auch einen Lazy River. Ja, und wir sind excited. Wuhu. Wir gehen jetzt rein erstmal. Wir waren im Atlantis schon mit Lazy River. Ich glaube, den kann man nicht toppen im Atlantis. Da hatten wir aber das Ding, ich konnte nicht filmen. Aber das sind die schönsten Fahrten. Einfach sich gleiten lassen durch einen River. Der Lazy River. Und wie immer beachten wir die Regeln natürlich. Es wird nicht ins Wasser gepinkelt. Natürlich nicht. Oh, meine Ohren. Let's go. Der macht es gemütlich, der Mann. Ihr müsst euch vorstellen, im Atlantis kamen auf einmal Aufzüge. Man wurde hochgefahren, dann wieder eine Rutsche runter. Es war richtig krass. Bin mal gespannt, ob es hier auch so Überraschungen gibt. Durch Tunnel durch, die auf einmal starke Strömungen hatten. Hallo, Sir! Ein paar Videos von der Frau, Mann. Er hat uns mal schön abgelichtet. Ja, kann er heute Abend in die Kosmetiktücher jaxen. Da oben sehe ich uns jetzt. Aber wir fangen erst mit den kleinen langsam runter. You make this? No, Harry, yeah, we're going there now. Huh? Nee, macht jetzt. Oh, Scheiße. Hey, guy. Hey, boy. You make this? Und gut? Hart? You think I can do? Yes. Dangerous? Oh. Very? Oh. When I get hurt, you come in the water. Ja, jump in the water now. Yeah. Da habe ich ja Vertrauen. Ist schon mal gut. Hier können wir uns nicht den Arsch aufreißen wie im Atlantis, weil man sitzt hier komplett drin. Best day ever. Best vacation ever. Und ab, boah, mein Herkules. Oh ja, der ist stark. Der ist stark. Das sage ich euch. Und ab. Ich kann nicht mehr, das ist aber auch anstrengend. Oh ja. Oh ja. Da sprudelt es uns hoch. After walking. Schatz, hier. Hier ist Handy. Wie soll ich das machen? Alright. Oh, shit. Woo! Wow! Jawohl! Das ist, also, ich bin ja nie in Wasserparks. Ich war einmal im Wasserpark, aber das war am 1.1. irgendwann mal ins Becken gekotzt, weil der Abend vor war Silvester. Ich bin keine Rutsche mehr runter. Bin mal gleich rausgeschmissen worden. It's a hell of a ride. Schatzi! Und kotzen rückwärts. Hier sieht man
mal doch mal bitte die Preise. Tiramisu und 14er. Ja? Das geht. Nee. Das ist hier das mit Abstand YouTube das Günstigste. YouTube hat einer drunter geschrieben, tu doch nicht so, du bist doch Millionär. Ja. Kein Problem. Du musst ja auch nicht das Geld mit beiden Händen rausschmeißen. Ja, das stimmt. Es ist 7 Uhr morgens und wir gehen auf Schweinchentour. Früh morgens. Alle freuen sich riesig, wie man sieht. Du guckst dir direkt durchs Loch. Ja, ich freue mich auf die Schweine. Ja, freut ihr euch? Ja, weil ich bin selber in der Wassersau. Knibbel und ich werden gar nicht auffallen. Aber nicht, dass sie uns auf einmal versuchen zu füttern. Ja, ja. Schön alle wieder abgezogen worden. Ich freue mich echt wirklich riesig, weil ich wollte schon immer mal ein Schwein sehen. Das wird dann nur noch ein Brocken haben. Für zusätzliche 124 könnt ihr noch mit dem Kanu fahren, wenn ihr Lust habt. Schnorchelausrüstung ist auch für einen Aufpreis von $24 die Stunde bei uns noch zu haben. Auch Island Galloway Adventure bei uns. Da kannst du es sagen. Und ich sage euch, Urlaub ist nur einmal im Jahr. Heute guckt keiner aufs Geld. So, und ab auf die Boote. Rixi, wunderbar. Knüppel langsam. Hey, ich bin doch nicht behindert. So, willkommen auf unserem Ausflug. Die ganze Reisegruppe ist mit dabei. Ja, fahren rückwärts raus. Paradise Island einmal. Oh, Achtung. I check this, I check this. Ja, unser neuer Kapitän haben wir. Und passt alles. Super, alles. Super. Hinten sind sie alle, guck mal, wunderbar. Super. Wir haben extra die Hüte verteilt, damit wir die ganze Gruppe nachher wieder erkennen. Genau. Schwarze Pokerstars Mützen oder unsere. Every day, all day. Jetzt hingechartert. Patricia, this is the Peak Island, ja? She told us the pigs. Yeah, pigs will come here. Oh? Ja? Oh, okay, let me go check the pigs. Nicht mal sie wusste, dass das die Schweine ins Listier ist. Yeah. Super. Knüppel kann es kaum erwarten. Die Frau hat schon mit dem Mikrofon gerade angekündigt. Wir holen die Schweine gleich raus. Bänder haben wir gekriegt. Ein paar machen Pause, ein paar Schweine, weil da war vorher schon eine Bootstour. Also es ist der Wahnsinn. Das ist sie, die wilde Insel, auf der viele Leute sich zu Hause immer gefragt haben, wie kommen da die Schweine hin? Ja? Wir sind da und wir werden sie gleich sehen. Ich werde mich mit ihnen im Dreck wälzen. So, jetzt haben wir hier so einen Früchtebecher gekriegt. Ich habe selber Appetit schon direkt. Ja, exakt, er hat gesagt, das ist für die Schweine. Ach, das ist Schatz. Jawohl, lass das schmecken. Nicht schlecht. Everybody excited to see the pigs? Ja! Yeah. Yeah. If you love the touch of your fingers, please do not feed the pigs with your hands. All right? We use skewers. Huh? Nicht mit der Hände. Die echten Bahamas-Schweine. Oh, ja. Ja. War da war ein ganz dickes hier. Hier, Zucker. Achtung, Achtung. Oh. Da unten, da, hier. Ja, ja. Hier, Junge. Oh, ja. Oh, der ist dick. Hier, Knüppelfilm mal drauf. Endlich. Mein Bruder, komm her. Pass auf, dass der dir zwischen die Füße kneift. Oh, du bist aber ein Schilder. Das sind wie Hunde. Hat er ja gesagt, das sind wie Hunde. Das ist ein fettes Schatz, du bist der, Austritt, gell? Oh, komm, ich hab noch. Ey, oh. Pass auf deine Füße auf. Oh, wenn er erst in die Würst ausdrückt. Oh, komm, ich hab noch. Ich hab noch. Komm, ich bin Papa. Komm mit mir ins Wasser! Ich hab noch! Du sollst ihn von der Seite geben! Das ist mein Bruder! Sonst beißt er dich! Das ist mein Bruder! Oh, ist runtergefallen!
dem Schatz. Streiche doch mal. Knüffel, werd mal eins mit dem Schwein. Dass du keine Angst vor dem hast, das ist ein Riesending. Super süßes Schwein. Guck mal, der Ring. Oh, kann ich mich draufsetzen oder was? Coco? Machst du ein schönes Bild von uns? Ich hab schon ein Bild gemacht. Ich hab schon ein tolles Bild gemacht. Der Coco ist aber. Coco ist aber. Er will noch nicht kommen, ein Apfel. So, und wie fandest du es? Ich fand's, es war geil. Also wirklich geil. Der Trip ist schon wieder vorbei. Wir waren jetzt hier mit den Schweinen, 15 Minuten, ab aufs Boot. Ihr könnt euch noch einen Snack greifen oben, guckt. Normal kostet das Ding hier 400 pro Person. Unterwegs waren wir 2,5 Stunden. Ich hatte ein bisschen Angst vor den Schweinen, vor der großen Sau da. Ja, du hattest nur Angst. Ja, weil der gesagt hat... Ich wollte mit ihm eins. Ja, der hat davor gesagt, wenn der dir auf die Füße tritt, dann hast du was gebrochen. Ich wollte, dass das Schwein irgendwie mit mir ein bisschen isst. Es wollte nicht mit mir sein. Geiler Trip. Stark, hat nichts gekostet. Ja. Wie war Coco? Was schmeckt auch gut. Coco war anstrengend. Coco war auch schmuddelig. Und Coco wollte unbedingt am Boden. Ja. Coco macht die Rolle rückwärts vom Arm. Ich will mal nehmen gleich Steuern, zieh ich mal eine richtige Kurve hier rein. Ich bin auf Du und Du mit der Born Crew. Und ab, ey, oh, hier ist das schon. Erinnert mich irgendwie an deinen Spot hier mit den Felsen. Ja, genau. Das sieht genauso aus wie an meinem Spot, habe ich hier. Ja. Schön da hinten, wenn ich mir die Hängematte aufspanne. So, komm, jetzt sind wir wissen da. Oder? Komplett nass. Oh. Ich habe ihn gerade von der Palme geholt. Original mein Zunder. Ja, aber er weiß ja. Hey. Wie hört sich das an? Ich habe ihn gerade von der Palme geholt. Warum? Sag mal, Knüppel. Ich habe ihn gerade von der Palme geholt. Hey, jetzt seht ihr mal wirklich. Das ist ein Material. Das ist für mich ein besonderes Wiedersehen. Das wächst hier genau. Das habe ich genauso. Guck dir das mal von nahen an. Es ist halt wirklich wie Stofffasern. Geil, das hat gebrannt wie Lichterloh. Doch. Oh ja, es brennt. Es brennt. Grüß an Joris. So macht man es. White Party geht schon mal richtig ab. Und hier ist er, unser Mann. Ja. Flaschi, 6. Platz, $1 Million gewonnen. Geil. Sensationell, ey, wirklich, Flaschi. Was du das Ding holst. Wahnsinn. Aber ich hätte gedacht, weißt du, die Enttäuschung ist jetzt groß. Man denkt 1 Million, aber das ist ein bisschen enttäuscht, dass nicht lieb ist. Nein, gell? Ich bin happy, einfach happy. Ich wollte nur einmal da sitzen, ich hab's gemacht. Ich bin mir nur gedacht, ich spiele ja mit den Chips, mit den Leuten. Ich hab mich ans Geld gedacht, aber das funktioniert. Super, und jetzt zur Party machen, ne? Yay! Yeah. Super! Woohoo. Das war so schön hier, ehrlich. Aber wir haben viel erlebt, wir haben viel Spaß gehabt. Ohne Scheiß. Toll, top. Freunde, wir sind 7.45 Uhr morgens. Sonst ja, haben wir auch schon bestimmt gefunden, dann falls ich Björn jetzt fragen. Warum? Weil wir saumüde sind und 3 Stunden schlafen. Wenig Schlaf. Das war's von den Bahamas. Hoffentlich habt ihr die V-Dogs genossen. Und danke fürs Zuschauen. Wir fliegen jetzt zurück. Ja. Economy Class haben in der Mitte im Platz freigelassen. Hoffentlich ist der nicht gebucht. Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat uns super Spaß gemacht. Tschüss.